Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir das Panna di Altamura aus dem Süden Italiens und dort aus der Kornkammer aus Apulien. Dort wird vor allem mit Hartweizenmehl gearbeitet, auch bekannt unter Semola, Durumweizen. Und Hartweizen gibt es als Grieß, als Mehl und als Schrot. Hier verwende ich jetzt das Hartweizenmehl. Hartweizenmehl hat einen höheren Proteingehalt, nimmt mehr Wasser auf, mehr Antioxidantien und ist ernährungsphysiologisch eigentlich etwas wertvoller als Weizen. Und darum ist dieses Brot aus Italien sehr bekannt. Zudem ist auch speziell Hartweizenmehl 100% und wir haben einen großen Anteil an Sauerteig. In Italien Lievito Madre, bei mir ist es auch meine Madre Bruno. Ich habe viele Rezepte geprüft, etwas recherchiert, viele sind ohne Hefe und die italienischen Bäcker, die nehmen immer noch ganz wenig Hefe dazu. Das mache ich heute auch. Sie begründen es, dass sie einen schöneren Ofentrieb haben. Ich gebe hier 150 Gramm von meiner Madre mal in die Küchenmaschine, 500 Gramm Hartweizenmehl und 340 Gramm Wasser. Das Ganze einmal mischen, das gibt dann eine Autolyse. Nur eine, zwei Minuten mischen lassen und dann für eine halbe Stunde stehen lassen, damit jetzt hier alles schön quellen kann, der Gluten sich vernetzen kann. Dann kommt der Salz und Hefe dazu. Nach einer halben Stunde noch 3 Gramm Hefe hinzufügen und 12 Gramm Salz. Wenn du keinen Sauerteig hast, dann verpasst du natürlich was. Nein, Spaß, dann würde ich nur 10 Gramm Salz nehmen und 7 Gramm Hefe. Ein Sauerteig hilft hier aber extrem für die Textur und für das typische Aroma. Jetzt Küchenmaschine starten und den Teig schön auskneten für 10 bis 15 Minuten. Bei mir hat es jetzt 10 Minuten gedauert, bis der Teig fertig geknetet ist. Da kannst du das Tempo richtig erhöhen. Da wirst du auch nie einen perfekten Fenstertest hinbekommen. Er löst sich schön vom Rand, etwa 10-15 Minuten kneten. Und wenn du willst, noch eine Passinage machen, so mit 10 bis 20 Gramm Wasser. Einfach hier noch ein bisschen reingeben. Schluck für Schluck Wasser beigeben, nicht zu viel auf einmal, nicht, dass der zu fest schmiert. Dann nur noch kurz unterkneten, Teig rausnehmen, in eine Box klatschen, zudecken, 2 Stunden gehen lassen, in diesen 2 Stunden zweimal dehnen und falten und dann kommt der Teig über Nacht in den Kühlschrank. Stretchen und falten ist angesagt, von überall den Teig in die Mitte reinschlagen, das erste Mal so nach 30 Minuten. Und du siehst auch schon, wie schön glatt das der wird. Wunderbar. Das Ganze nochmal wiederholen und total 2 Stunden stehen lassen und dann in den Kühlschrank packen. Der Teig war jetzt bei mir 12 Stunden im Kühlschrank. Jetzt wird das Ganze geformt, Deckel wegnehmen, etwas Hartweizenmehl auf den Tisch, den Teig vorsichtig rausheben. Der hat jetzt bei mir auch schon 2 Stunden hier ein bisschen anklimatisiert, aber ich habe ihn nicht mehr gedehnt und gefaltet. Jetzt hat er wieder schön Zimmertemperatur. In der Mitte durchstechen. Und jetzt die Formtechnik ist etwas speziell. Diese schöne Fläche auf die Tischplatte legen, dann einmal einklappen seitlich, hier auch einklappen und jetzt mit der Hand so aufrollen und wieder auf die schöne Fläche legen, etwas flach drücken, hier auch wieder einrollen bis zur Hälfte. Hier auch. Und jetzt braucht es etwas Mehl. Eine Seite flach drücken. Und so hochheben. Und überklappen. Und das kommt jetzt auf ein Teigtuch. Nochmal schöne Fläche auf die Tischplatte. Einklappen ganz wenig. Von unten aufrollen. Auf die schöne Fläche legen, einrollen seitlich, hier auch, etwas Mehl obendrauf, eine Seite flach drücken, die hier ganz wenig, die soll etwas erhöht sein und dann umklappen. Auf das Teigtuch legen, zusammenziehen,
zudecken, nochmal 50 Minuten gehen lassen und den Ofen auf 250 Grad vorheizen. Nach 50 Minuten sind die Brote schön aufgegangen, die haben sich jetzt auch leicht gesenkt. Das hier ist ein bisschen abgeflacht, das muss genau so sein. Auf einen Schießer auflegen, schauen, dass die nicht kleben und ab in den vorgeheizten Ofen. 250 Grad ist der Ofen vorgeheizt, abschieben. Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Temperatur auf 220 Grad reduzieren. 45 Minuten backen, 45 bis 50 Minuten und nach 20 Minuten den Dampf wieder ablassen. Nach 45 Minuten kommen die Brote zum Ofen raus. Wunderbar die Teile, wie es so ein bisschen golden unten durchschimmert. Richtig tolle Form, wunderbar. Schneiden wir rein. Schau mal, wie knusprig das Ganze ist. Und innen eine schöne Krumenstruktur, unglaublich schöne Farbe. Je nachdem, wie man es drückt, ist es völlig atypisch, dass das größere und kleinere Löcher hat. Das ist halt, weil die Luft hier besser drin bleibt, wo man es nur knapp einschlägt und in der Mitte ist die Luft raus. Krumenstruktur ist schön feucht. Die Kruste hat man gesehen, die blättert schon richtig ab. Sehr aromatisches Brot, sehr einfach eigentlich in der Herstellung, lebt sich auch von der Form. Es ist luftig, es ist aromatisch, Krustenstruktur, richtig lecker. Sie ist fein, aber trotzdem zartsplitternd. Die Farbe, Aroma, richtig gelungen. Lasst mir einen Kommentar da, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.